Ja, liebe Modellbahnfreunde, nun begrüße Sie zum fünften Teil unserer Serie Frühling. Wir wollen auf der rechten Seite, Sie sehen, es ist ja alles noch braun, ebenfalls noch mit Frühlingssachen begrünen und fertig machen. Aber wir wollen das Ganze mal Revue passieren lassen, was bisher schon geschafft worden ist. Sie sehen es, es sieht schon fantastisch und gut aus. Ich wandle jetzt mal das Zitat ab: Modellbahner. Schaut auf diese Stadt. Das ist jetzt, was wir geschaffen haben in den letzten vier Teilen und das kann sich wirklich sehen lassen. Ich fange mal nochmal an. Auf der rechten Seite hier haben wir mit dem Gartenmarkt angefangen. Heute Sonderverkauf, Anhänger für 999 Euro, jede Gießkanne für 1,50, diverse Koniferen, Blüten und Blumen und auch Töpfe schön wohlgeordnet in den Regalen. Hier kann man also richtig wuseln. Was noch fehlt, sind die Leute. Machen wir später. Richtig. So, dann haben wir natürlich auch ringsrum bereits schon Pflanzen gesetzt von den Herstellern, die wir heute hier verwendet haben. Das ist Busch, Noch und Faller teilweise. Wir haben hier einen wunderschönen Obstbaum, blühende Landschaften sozusagen gesetzt, haben im nächsten Teil das Thema Marktplatz und eine Marktplatzszene und auch die Straßen dazu weiter verlegt. Der Hinterhofgarten noch dazu. Den haben wir übrigens vervollständigt. Sie sehen, hinter dem Konsum, ist das ein Konsum? Wir sagen Kleiner einfach Konsum. Kleinmarkt. Da sieht man zum Beispiel schon die Wäscheleine, was ich auch angedeutet habe, dass wir das noch hinhängen. Und etwas im Windschatten ist dann der Teppich, der noch geklopft werden muss, oder die Zudecke. Dann haben wir einen kleinen Rasenmäher und auch eine Schubkarre hingesetzt. Dann haben wir hier im letzten Teil, im vierten, die Begrenzung, die Büsche gesetzt, damit hier also auch der Marktplatz zu Ende ist. Wir haben eine Wiese einer anderen Art angelegt. Wir haben blühende Bäume gesetzt. Wir haben blühende Wiesenpflanzen eingepflanzt. Wir haben die Sauerei hingestellt, ne? Und wir haben ein wunderschönes Blumenfeld angelegt. Ich habe hier in mühevoller Kleinarbeit ebenfalls die Margariten gepflanzt. Bin ganz stolz drauf. Und natürlich der Teufel in mir. Die Maistöckchen, diese Unkräuter gehören ja mit zu einer lebendigen Szene. Sie sehen auch, dass das nicht mehr ganz tiefbraun ist. Das haben wir jetzt dem Thorsten zu verdanken, der jetzt noch mal ein Genau. bisschen Hand angelegt hat mit. Wir wollen es noch mal zeigen. Dieses Nescafé oder was ist das? Das ist noch in Klärung, ne? Ja, Das ist noch in okay. Klärung. Also diese Erde. Ja, es ist feine Erde, die wir vorhin schon mal oder die wir im vorherigen Beitrag schon mal verwendet haben. Und es ist etwas gröbere Erde. So, wir haben hier zwischen die Felder etwas von dieser gröberen Erde genommen, haben sie hier noch mal drüber laufen lassen, hatten vor, alles ein bisschen mit dem Kleber, mit dem Graskleber eingestrichen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein bisschen Feinerde hier für diesen Wegbereich genommen. Kommt Drüber. gleich noch mal zum Ja. Einsatz. So, damit sieht das Ganze auch etwas, kriegt das auch einen sehr natürlichen Touch. Es ist Ja. also nichts mit Farbe und so. Es ist eine schöne, krümelige Struktur und das gefällt mir. Schön, danke. Bitte. Danke. Dann können wir Habe weitermachen. ich auch einen Meister neben mir. So, jetzt haben wir hier eine tiefbraune, wir haben schon mal was vorbereitet, ne? Wieder mal. Wieder mal Fläche. Die wollen wir jetzt auch noch mit Leben erfüllen. Wir sehen also hier in der Verlängerung, na, das wird man an der Kamera nicht richtig sehen, diesen Weg, der zur Sauerei führt, Ja, das führt hier weiter. mit dem Trampelweg, der dann im Anschluss dann wieder an unsere Gärtnerei mündet. Was wollen wir machen? Wir wollen also einen blühenden Garten, wie es sich fürs Frühjahr gehört, anlegen. Also auch zum Thema Frühjahr. Und wir wollen natürlich auch die Weide bis an dieses wunderschöne Gartenhäuschen, ist nicht von mir. Nein, Das ist nicht das von habe mir. ausnahmsweise noch ich gebaut, aber Ja. unpatiniert. Es Ja. ist noch nicht patiniert. Es ist neu. Es Es ist ist sozusagen nagelneu neu. wie aus der Verpackung, nicht Wie es geändert, nur aus der Verpackung aufgeklebt. und auch wie es im Original manchmal so aussieht. Es kommt nagelneu mit dem Laster an, muss noch ein bisschen Alterungszustände ansetzen. Also die Weide geht Ja. bis hierher. Dann werden wir das Ganze noch einzäunen mit einem Elektrozaun von Busch. Das ist also auch eine sehr niedliche Sache. Hier wollen wir unseren kleinen Obst- und Gemüsegarten anlegen fürs Frühjahr. Ja, und dann sind wir eigentlich schon so gut wie Fertig. durch. Durch. Der Ja, Tag ist so eine. sieht's aus, liebe Freunde. Also, fangen wir an, packen wir es an, fangen wir an zu bauen.
So, nun darf ich wieder mit dem Greenkeeper spielen. Darfst du. Super. Ich lerne sogar was dabei. Wir machen das, glaube ich, mit der gleichen Methode wie am Anfang, was wir in den anderen Teilen gezeigt haben. Genau. Wir versuchen jetzt nur ein bisschen das Ganze an eine vorhandene Struktur anzupassen. Das heißt also, wir machen jetzt hier erstmal die Weide weiter und das ist normaler Weißleim, ne? Nein, das ist ein flexibler Mattkleber, Graskleber. So dass der also im Grunde genommen, wenn der dann ausgehärtet ist, verschwunden ist, sieht man keine Rückstände genau, mehr. Genau, genau. Wir hätten jetzt das Problem nach dem Tupfen, wenn wir normalen Holzleim nehmen. Hm. Wäre jetzt durch das Reden etc., wäre jetzt die Klebeeigenschaft schon weg. Das wäre sich eine Haut gebildet und es wäre vorbei. Deswegen Mattkleber, Graskleber. So, jetzt versuche ich mal hier die Fasern. Wir fangen wieder mit ganz kurz an. Du fängst jetzt hier an. Du nimmst wieder das hellgrün. 2 mm. Deckel drauf. Deckel drauf. So, muss ich es schon drücken? Ja, bitte. Halt ein, zwei Sekunden reichen, dann kannst du es schon umdrehen. So. Nur erst drücken. Ich habe gerade gedrückt. Alles gut. Okay, so. Perfekt. Also jetzt. Okay. Und? Etwas tiefer. Etwas tiefer. Der Profi hilft mit. Ja. So. Warte mal. So. Okay. So. Damit haben wir jetzt die Struktur ein bisschen angeglichen an der Matte, die wir von Willberg vorher hatten. Richtig. Dass der Übergang also einigermaßen passt. Den werden wir einigermaßen hinbekommen, ja klar. So. Habe ich keine Bedenken. Jetzt kommt welche Faser dran? Wieder beige. 2 mm. Raus die Dose, rein die Dose. Zack. So einfach. So einfach ist das. So umdrehen. Einfach ist das. Und wieder drücken. Ja, drücken. Oh, knistert. Ich bin elektrisch. Ja, jetzt bist du elektrisch. Ist ja glaublich. Oh, oh. So, und jetzt? Wieder schütteln. Schütteln. Nicht zu viel. Da, so. Vorne noch ein bisschen die Streifen entlang. Hier? Ja. Wir brauchen noch ein bisschen. Ja, das reicht. Danke, so. Reicht. Reicht schon? Danke, reicht. Jetzt haben... Boah. Jetzt kommt ja das Zeug. Die Fontäne kommt raus. Deswegen sind die Wechselbehälter auch so schön. Raus damit und alles. Ich bin elektrisch. Jetzt bist du elektrisch. So, und jetzt machen wir die lange Faser drauf. War das richtig? Ja, richtig, okay. Genau. So. Mit dem gleichen Sieb. Wir brauchen das Sieb nicht wechseln. Das sind ja eigentlich 4,5 mm jetzt. Wenn wir die groberen Siebe nehmen, was für welche Faser? Ja, dann gehen wir auf 6,5 und 12 mm, je nachdem. So, und jetzt machen wir alles lang. Jetzt... Gib Gas. Ich gebe Gas. Schütteln. So. Auch ein bisschen wie so ein Shaken. Ja, keine Hemmung. Ich habe keine Hemmung. Nein, ich weiß. So hier, nur da ein bisschen. Jetzt macht sich der Profi über den Anfänger lustig. Nein, niemals. Komm, lass mich noch ein bisschen. Gut, Profi macht noch fertig. Super. Kommt also man sieht nah, schon, ne? Ist noch tiefer? Man sieht schon so ein bisschen auch eine Struktur. Ja, wunderbar. Genau. Wir müssen nicht unbedingt die Höhe erreichen, wir sollten nur, so, und das haben wir eigentlich geschafft, so bin ich ganz zufrieden mit. Wir haben die Farbtöne da wieder gespiegelt. So, hier ist die Weide ein bisschen höher, hier können wir später einzäunen für die Kühe oder was wir gerade so haben. Oh, Kühe, da fällt ein Steg ein, da müssen Kühe hin. Ja, später. So, jetzt haben wir ja hier hinten noch ebenfalls unseren Kleber aufgetragen. Hier kommt auch Wiese drauf. Du siehst auch schon, dass hier einige Fasern auch da schon, ich bin auch elektrisch geladen. Guck mal hier erstmal an, wie mein Finger hier. Da brauchen wir gar keinen Greenkeeper mehr. Nee. Ist ja unglaublich. Ja, mein Finger sammelt gerade die Fasern auf. Ah ja. So, welche nehmen wir hier hinten nur lange Fasern oder was machen wir hier? Wir nehmen hier, in diesem Bereich arbeiten wir genau wie hier vorne. Also auch die kurzen wieder? Genau. Und da also hinten, wieder Deckel auf? Genau. Hier werden wir gleich kurz am besten was ablegen Papier oder irgendwas anderem. Weil wir doch die langen Fasern, dann kann man doch die langen Fasern jetzt erstmal drin lassen, oder? Nein, wir müssen erst die kleinen Fasern immer auf. Nein, weil du doch hier hinten möchtest du doch lange Fasern haben. Ja, wir machen Folgendes. Wir legen das einfach drüber. Okay. Weil da werden wir gleich andere Fasern drauf machen. Ah ja, wir haben das gleiche Prinzip wieder. Hellgrün 2 mm, beige 2 mm. Und das ist fast leer. Füllen wir gleich auf. So.
Also wieder kurz, ja. Umdrehen, grüner Knopf und ab geht die Post. Und ab geht die Post. Mal was. Jawohl. So. So. Und jetzt hier? Und jetzt da. So. Perfekt. Das lassen wir mal so liegen für die Beigefasern. Nutzen so. Wir die Abdeckung genauso. Deckel auf. Na, hast du es leer gekriegt? Nee, noch nicht. Klappe auf. Affe tot. Genau. So. Hier nur ein bisschen. Ein bisschen. Wir wollen den Frühling ein bisschen behalten. Machen wir aber nicht flächendeckend gelb drauf, sondern nur ein bisschen weiter. Doch, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Also im Prinzip sehr flüssig rübergehen. Okay. Passt, reicht schon. Wunderbar. Ich kann das. Du kannst das gut. Ich kann das. Kann das. So. Deckel auf, Klappe zu. Nein, umgekehrt. Oh, wir schießen die ja gleich rein. So. Okay, jetzt an dieser Stelle. Jetzt haben wir ein Ergebnis. Das wollen wir erstmal zeigen. Ja. So sieht das also aus, liebe Zuschauer. Hast du toll gemacht. Ich habe nichts gemacht, aber du wolltest jetzt ein Lob haben und das gebe ich dir jetzt damit. Das hast du gut gemacht. So, wir sehen das hier an den Seiten. Ja. Siehst du schon die ersten 2 mm Fasern Frühling, die auch da Platz gefunden haben. Ja, man sieht kaum noch, dass hier der Kleber aufgetragen wurde. Mhm. Ja, aber da fügen wir, da an diesem Punkt geht es gleich weiter, nachdem wir ein bisschen neue Grasfasern aufgefüllt haben. So, liebe Modellbahnfreunde, wir haben schon ein bisschen weitergearbeitet. Wir haben die Weide angelegt bereits. Sie sehen das bereits im Bild. Wir haben den Weidezaun gezogen. Das ist der Weidezaun von Busch. Wir haben auch vorschriftsgemäß die Hochspannungsschilder angebracht. Den Batteriekasten hier unten sehen wir. Das heißt also, die Weide ist schon erstmal fertig. Jetzt wollen wir drüben im Gemüsegarten noch ein bisschen das frische Grün rausgucken lassen. So hattest du das ja gesagt. Richtig. Und wir wollen auch noch ein bisschen Gemüse anpflanzen. Das Frühbeet mit den Früherdbeeren ist bereits schon geöffnet und man sieht auch schon ein paar Erdbeeren drin. Ja, da würde ich sagen, mache los. Okay. So, jetzt legen wir sozusagen die Fasern. Was kommen hier? Mohrrüben, Radieschen oder was ist das? Ja, das ist es nicht. Die Grasfasern. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Was dann sind das die Frühzwiebeln, sagen wir doch mal ganz einfach so. Ja, oder Mohrrüben. Oder Mohrrüben. Also die sind jetzt ebenfalls schon flugsartig in einer wunderschönen Reihe aus dem Boden geschossen. Und jetzt setzen wir noch... Pusten wir ein bisschen rüber. Wir pusten das mal normalerweise mit dem Staubsauger, aber wir haben es jetzt ein bisschen sauber gemacht. Jetzt müssen wir noch die blühenden Büsche hier setzen. Nein. Nein? Nein. Was machen wir zuerst? Wir haben noch ein paar Punkte gesetzt. Du siehst noch hier da die Klebepunkte. Ach so, hier an den... Ja. Was machen wir da jetzt? Da kommt noch mal Gras drüber, weil am Zaun oder an Bäumen ist es höher. Länger. Länger. Vorsicht. Ja, ich berühre es nicht. Ist ja unter Hochspannung. Steht der Zaun steht unter Hochspannung. Da haben wir jetzt zweimal Hochspannung. Ja, jetzt haben wir zweimal Hochspannung. Sehr schön. Also lange Fasern am Zaunende, dort wo die Kühe mit ihrem Hals nicht durchkommen. Genau. Super. Jetzt haben wir da hinten auch noch eine Ecke, die wir noch fertig machen. Die darfst du wieder machen. Die Ecke hier hinten darf ich machen? Es geht wieder los mit Frühling. Oh, wir Frühling. 2 mm Frühling. Ah, ruhig noch ein bisschen mehr. Das ist super. So. Ja. Ab die Maus. Ab die Maus. Ups. Oh. Noch ein bisschen beige. Das ist ja unglaublich. Weiter geht's. Sie sehen, ich habe Übung gelernt vom großen Meister. So, Kabel halten und schütteln. Stopp. Zack. Reicht. Und schon hat sich die Farbe verändert. Ist ja unglaublich. Ja. Und jetzt, ist ja wirklich, die Fasern fliegen in der Luft. Ein Vesuv. So, und jetzt? Jetzt drüber nochmal. Und? Halt, zurück. Warte mal, ganz kurz. Sprühkleber? Nein, immer noch Haft. Haftkleber. So, okay. Weiter. So. Sehr gut. Reicht. Reicht.
reicht, Tagesziel erreicht. Mir reicht's auch. Ja, genau. Oh. Sie glauben doch gar nicht, wie das staubt. So, wir haben jetzt die Begrasung mit unserem Greenkeeper. Fast abgeschlossen. Fast abgeschlossen. Was Fast. Siehst du noch? Wir machen nochmal so einen kleinen Aufbau auf das Gras drauf, ähnlich wie wir es da gemacht haben. Machst du was? Mit dem Haftspray nochmal drüber. Ja, und was müssen wir machen? Ja, pass auf. Was ist dir eingefallen? Was ist mir eingefallen? Wir machen noch ein bisschen Unkraut drauf. Heiligsblechle. Unkraut. Mhm. Der Teil des Gartens muss noch bearbeitet werden, wahrscheinlich vom Gärtner. Natürlich. Ja, ist ja erst Frühjahr. Kommt ja erst so langsam das frische Grün raus und wir freuen uns ja über das frische Grün. Genau. So, dann müssen wir natürlich noch ein paar Pflanzen. Haben wir noch ein paar Pflanzen? Ja, wir haben hier noch ein paar Pflanzen. Das ist was? Ich glaube, Rhabarber würde es sich für Sie dafür. Ist ein bisschen früh für Frühling oder wir nennen es mal XY-Pflanze. Was hältst du davon? Ja, das ist super. Rhabarber. Machen wir das hier hin? Ja, mach mal. Setz mal. Wir haben 6 Pflanzen, 6 Punkte. So, jetzt machen wir 1, 2, 3. Warum machst du die jetzt in einer Reihe? 5. Ah, okay. Er hat, rettet sich gerade. Die Profis. So, wir pflanzen Rhabarber. Das ist wiederum ein Lasercut Minis von noch. Ja, da kannst du dir am besten noch in die andere Hand einen Zahnstocher nehmen. Ein Zahnstocher? Damit du ihn besser andrücken kannst. Nee. Ach so, einfach du platzierst nur und drückst mit dem andrücken. Zahnstocher. Ja. Okay, das wieder was gelernt. Nur antippen. Der hält von selber. Super. Wieder ein Stückchen Rhabarber. Das ist ja so wunderbar im Frühjahr. Sie lieben sicherlich auch Rhabarberkuchen. Das ist was für Hartgesottene. Aber der schmeckt super. So. Die Rhabarberbüsche. Na. Ich habe meine Lesebrille nicht mit. So, jetzt setzen wir den nächsten Rhabarber oder Lesebrille? Lese, nicht Laserbrille, sondern Lesebrille. Ja, schon klar, Herr Buttig. Ja, das wollen wir doch jetzt mal festhalten. Was ist denn eine Laserbrille? Fiel mir nur so ein. Können wir jetzt nicht klären. Nö, wir setzen weiter unsere Rhabarberpflanzen auf. Vielleicht in der nächsten Folge. Für den frischen Rhabarberkuchen. So, ja, es wächst ja auch nicht ganz gleichmäßig. Der Meister legt nochmal Hand an. Mit geübten. Mit geübten Blicken. So. Ja. Gut, ja, ne? Ja. So, und letzte Pflanze. Meine letzte Pflanze. Man muss ja, eigentlich hätten wir ja noch ein paar alte kaputte Eimer hier haben müssen, denn ich habe mal gelernt, dass man, wenn man den Rhabarber anzieht, aber der ist ja hier schon draußen, mit einem Loch im Eimer und überstülpt. Aber wir sind in einer günstig klimatischen Zone hier. Der Rhabarber kommt so. So. Nun haben wir also wunderschön Rhabarber gepflanzt. Wir haben im Frühbeet bereits ein paar Erdbeerpflanzen gezogen. Wir haben den Weidezaun gesetzt. Wir haben wunderbar begrast. Hier hinten haben wir eine Reihe Lauchzwiebeln. Wir haben hier unsere gerade frisch aufgesetzte Gartenlaube. Genau. Jetzt fehlen nur noch blühende Landschaften. Das heißt also, wir wollen ein paar Sträucher pflanzen. Genau. So, was nehmen wir da? Von der Firma Silhouette bieten sich diese Sträucher an. Ich halte die mal hier vor. Und drehe es mal um. Das sind also blühende Frühjahrssträucher. Die werden wir also als Abgrenzung, die werden wir jetzt als Abgrenzung pflanzen zwischen der Gartenlaube und der Weide. Das ist also der Sichtkontakt, dass die Kühe nicht neidisch auf den Rhabarberkuchen gucken. Das wird es sein. So. Gut, dass Sie genug Abstand haben. Was ja, deswegen haben wir es ja gemacht. Ich mache das Ding schon mal auf. Was haben wir noch? Wir haben noch exemplarisch von Martin Wellberg hier wieder noch Büsche mit weißen Blüten. Sehr fein. Es sind immer 10 in der Packung. Die setzen wir dann, glaube ich, hier an den Rand, oder? Wie war das? Ja, zum Beispiel. Die können wir da setzen. Gucken wir mal. Hm? Oder hier hinter dem, oder am Haus hier. Wir finden da schon Plätzchen für. Wir finden schon Plätzchen. Ja. So,
Jetzt habe ich das mal frecherweise aufgemacht. Die sind gesteckt. Ich nehme die sind gedrahtet. Die sind gedrahtet. Das heißt, ja, also ich tue wieder mit dem Zahnstocher. Nö, die kannst du so reinstecken. Die kann man so reinstecken. Wollen wir mal gucken? Der Meister sagt, wir können es so reinstecken. Der Meister sagt er. Der Meister sprach von Malimo. Nein, das war was anderes. So, wo möchtest du denn später das hier platzieren? Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir diese Büsche erstmal nicht im Weg haben, lieber Frank. Naja, also diese am Figuren. Haus. Okay, er hat's am Haus. So, am einfach Haus drin. Vorteil von Draht. Einmal hin, alles drin. Das war ja was anderes. Nein. Das ist ja wieder ein Werbespruch, der so. Wir setzen hier auch mal einen. Also, wir werden nicht gesponsert von der Firma. Siehst Nein. du? Nicht so lässig. Nicht so lässig, lieber die zweite Hand. Die zweite Hand. So, und wo machen wir jetzt diesen wunderschönen Weißblühenden hin? Tja, wo machen wir ihn hin? Mach einen Vorschlag, sag. Ich mache einen Vorschlag. Vielleicht hier vorn so als. Na? Jo. Wieder mal zu lässig. Nein, das geht nicht. Wieder mal zu lässig. Wir halten, es jetzt mal fest. So. So. Na? Stecktechnik. Das sieht doch schon mal ganz fantastisch aus. Genau. Das riecht nach Frühling. Wir haben hier also einen, wie sagt man, Forsythienstrauch. Ja. Ich sag's einfach mal so. Ostern lässt grüßen. Ja, was ist was Weiße? Das blüht auch immer irgendwas. Ja. Also es gibt, liebe Zuschauer, natürlich auf im Zubehör die verschiedensten Formen, Farben und auch Sorten. Es gibt auch Tulpenbäume. Ja. Müssen wir mal dazu sagen. Also man kann ganz, ganz, ganz viel machen. Das soll, wie gesagt, nur eine kleine Anregung wiederum sein für einen wunderschönen, blühenden Frühlingsgarten. So, was fehlt noch? So, wir haben jetzt hier die Drahtversion. Jetzt haben wir wieder die von Martin. Oh, die von Herrn Bellberg. Die tust du einfach. Ja, die nehme ich mit der Pinzette. Wir zeigen das nochmal. Das sind wiederum diese Büsche, die man also mit der Pinzette abziehen kann einfach. Wir tun also noch ein paar blühende Büsche drapieren, damit das Ganze also auch ein bisschen schick aussieht. Wo machen wir die hin? Wo machen wir die hin? Was sagst du jetzt? Mach wir müssen überlegen, wir haben hier den Weg, wir wissen also hier drüben die Sauerei, hier ist das Haus. Könnte ich vielleicht mir vorstellen, dass wir hier drüben so eine kleine Abgrenzung natürlicher haben. Wir setzen mal hier einen hin. Wir haben ja noch ein paar mehr da drauf. Das könnten natürlich auch Stachelbeeren sein, das passt ganz gut zum Rhabarber. Der denkt nur ans Essen. Der denkt nur ans Essen. Kein Wunder. Wie kein Wunder? Man muss ja auch ein bisschen Gourmet sein. Ne? Also auch bei der Gestaltung eines Gartens sollte man darauf achten, was man gerne isst. Oder? Ja. Ja, so. Na, dann rupf noch mal einen Strauch raus. Ach, du hast es schon. So. Ach, das ist noch ein bisschen wenig. Noch ein bisschen wenig. Ja, noch ein bisschen wenig. Wir sind doch großzügig. Wir sind großzügig. Und haben wir noch eventuell ein paar blühende Blumen? Ja, blühende Blumen. Nicht blühende Blumen. Okay, lassen wir im Raum stehen. Das werden wir jetzt nicht aus. Das werden wir jetzt nicht aus. Es gibt ja auch nicht blühende Blumen. Da. Es gibt auch nicht blühende. So, welche Farbe hättest du denn gerne, Frank? Ja, also was Frisches. Es muss was Schönes sein. Es muss die Bienen anlocken und ich glaube, gelb. Das ist zwar auch schönes Gelb, aber hier hätten wir eher wieder einen Blumenfeldstreifen. Nein, was ist das da hinten? Die. Die roten. Ich habe sie hier schon. Ja, können wir rausnehmen. Wollen wir doch mal gucken, was das ist? Was haben wir hier? Die Kamera geht mal drauf. Blumengelb. Genau. Liegen hier auch in lila, das gelb, auch orange. Das könnten auch Merzenbecher weiß, sein. Weiß, rot, rosa. So. Dann haben wir sie, glaube ich, alle. Also es sind, glaube ich, 9 Farben. Wollen wir noch ein paar blühende Blumen installieren? Ja, können wir mal. Und damit haben wir doch ein wunderschönes Frühlingsarrangement. Ja, haben wir. So. Wir haben aber noch was vergessen. Yes. Ich glaube, wir müssen den Weg noch anlegen. Stimmt. Den Weg, den Trampelpfad, der geht dann wieder zum Gewächshaus. Gewächshaus, genau. Genau. Ja. Und dann wären wir soweit. Fertig. Wir pflanzen noch ein bisschen, Ergebnis zeigen wir Ihnen gleich. So, liebe Modellbahnfreunde, wir haben gerade gesehen, Thorsten hat in der Zwischenzeit weitergearbeitet an dem Weg, denn wir wollen jetzt wieder den Ackerboden aufbringen. Richtig. So, das ist wie gesagt von der Firma Minitec, der Ackerboden. Und du markierst jetzt sozusagen, so wie es aussieht, die Fahrspuren.
Richtig. Ich ahne schon was. Wir haben in der Mitte ja schon ein paar Grasfasern vorhin mitgesetzt mit den Tropfen. Ja. Und jetzt gehen wir einfach drüber. Das können wir jetzt grob drüber machen und nachher abschütteln. Wieder abschütteln. Ja. Das sind die Fahrspuren wahrscheinlich von dem Traktor, der das Baumaterial für unsere Gartenhütte gebracht hat, nehme ich mal an. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder der generell hier seinen Acker bewirtschaftet. Mhm. So, das ist also auch eine relativ einfache Kunst, denke ich mal. Das ist nicht so ganz so schwierig. Man muss gucken, dass man nicht alles gerade hat. Ja, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Ansonsten ist es keine große. Man muss wissen, wo eventuell der Trecker auf sein Feld abzweigt. Mhm. Ja. Mhm. Da sollte nicht so viele Grashalme stehen. Die drückt er ja permanent runter. Mhm. So. Und unser kleiner Trampelfahrt. Der kleine Trampelfahrt für den Gärtner sein Wochenende. Genau. So, und damit haben wir eigentlich. Ja, wir nehmen noch ein bisschen fein hinzu. Fast unsere Aufgabe geschafft. Schauen ein bisschen ein. Mhm. Na. Prima, perfektes Ergebnis. Was machen wir jetzt eigentlich mit dem hinteren Teil? Die Gartenlaube ist neu gesetzt worden, der Ackerboden ist frisch. Hier Baustelle. Steht Baustelle und Sommerarbeit an. Das muss ja auch mal sein. Hier lagern vielleicht noch Paletten oder irgendwelche Anhänger wahrscheinlich rum. Wir werden das möglicherweise im letzten Teil sehen, was hier alles noch rumsteht. Im Grunde genommen, liebe Zuschauer und liebe Modellbahnfreunde, sind wir eigentlich mit der Gestaltung dieses kleinen Dioramas fertig. Das ist Anschlussdiorama, Teil 5 sozusagen, ebenfalls erfüllt. Und ich würde sagen, wir freuen uns auf Teil 6, wenn wir dann das Ganze mit Leben erfüllen und wir sozusagen noch Fahrzeuge und Menschen setzen, dann hat man das so richtig im Blick. Ja, und dann können wir noch mal einen kleinen Schlussblick wagen und dann sind wir eigentlich mit unserer Begrünung alles, was fürs Frühjahr wichtig und notwendig ist, vom Prinzip her. Fertig. So, das haben wir also geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und freue mich auf Teil 6. Bis dahin, Ihr Frank Buttig.